Grüß die Göttin, grüß die Gott. Heute ist der Tag vor aller Heiligen. Ganz ein spannender Tag, weil dieser Tag, da gedenken wir allen Heiligen, und das sind ja heilig gesprochen. Hat ja mit Heiligsein gar nichts zu tun, sondern wir werden gesprochen. Und übermorgen ist aller Seelen. Das sind sie alle da. Das ist der Tag der Ahnen. Und ich glaube, dass ziemlich wichtig ist, dass man diesen Ahnen den entsprechenden Respekt entgegenbringt. Und das geht so, dass man erkennt, dass dieses irdische Dasein, das was man da so hat, in einem sterblichen Körper ist. Also die hundertprozentige Akzeptanz und Annahme der eigenen Sterblichkeit, obgleich man göttlich ist. Ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, warum ich heute das Video mache, ist, weil ich gerade momentan eine fantastische Zeit erlebe. Ich erlebe eine Zeit, die ich so noch nie erlebt habe. Es bricht gerade alles zusammen, komplett. Und es wird von ganz alleine neu. Also es geht nichts nach Plan. Alles, was ich mir vorgestellt habe, wie es sein könnte oder für der Plan ist und so weiter. Geht nicht. Und ich weiß, dass einige Menschen gibt momentan, oder viele Menschen, die mit dieser verhinderten Planhaftigkeit, nicht mit der Planlosigkeit, sondern mit der verhinderten Planhaftigkeit, gerade ein Riesenthema haben. Und zu diesem Thema lade ich dich ein, auf ein Gespräch morgen, übermorgen, Donnerstag, gestern, mit, weil es, ich glaube, wichtig ist, dass man ein paar Sachen anschaut. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder in den zwei hinteren Generationen, also Eltern und Großeltern, einige Sachen auflösen dürfen. Und diese Auflösung war sehr erlösen und befreien. Es geht auch unter anderem um die Dinge oder um die Ideen. Nicht die Dinge, sondern um die Ideen, mit denen wir uns glauben zu identifizieren. Sei es Sexualität, sei es Besitz, sei es Körperlichkeit. Wir identifizieren uns mit dem, was wir glauben zu sehen, weil wir nicht sehen können, was wir nicht glauben können. Und wir wissen aber jetzt, in uns ist alles zu Hause, da im Herzen. Unser inneres Licht weiß alles, dass uns was nicht hergemacht. Wir wären nicht inkarniert, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es sich darum handelt, dass wir jetzt alles auflösen. Und zwar alles. Jetzt sagen viele Menschen zu mir, ja, aber man, YOLO, man kann sich noch was fürs nächste Leben aufheben. Nein. Ich sag da mal nein. Und zwar, ich weiß aus vedischen Schriften, dass Jesus oder Jeshua oder Joshua, der Zimmermannssohn aus Galiläa oder Bethlehem, als er in Asien war, ziemlich entsetzt oder erschüttert darüber war, dass die Hinduisten sagen, oh ja, was in dem Leben nicht löst, ist im nächsten und im nächsten und im nächsten und im nächsten. Und das ist ja der Grund, warum ich dann immer wieder fleischlich mit Leid inkarnieren muss. Also das heißt, boah, was ich jetzt von der Urgroßmutter nicht auflösen kann, weil es mich nicht interessiert oder keine Zeit habe, das mache ich dann im nächsten Leben. In irgendeiner Familie. Da werde ich wieder so Fleischpatzerl und werde wieder erzogen und werde wieder geprägt und werde wieder ausgebildet. Und irgendwann werde ich mich dann so erinnern und dann passt es eh. Kannst du auch machen. Das heißt, dein Leben geht weiter mit irgendwelchen Altlasten. Man stirbt dann meistens so, wie man gelebt hat. Also das ist auch eine ganz interessante Geschichte, dass meine Mama fragt mich immer, ja, vom Sterben habe ich keine Angst, beziehungsweise vom Tod, aber vom Sterben und vom Leiden. Sag ich, Mama, jeder Mensch stirbt, wie er gelebt hat.
kannst du dich leicht von Dingen trennen, wirst du dich auch leicht von deinem Leib trennen können. Hältst du an allem fest, wird es einen Todeskampf geben, bis die Seele endgültig den Körper loslässt. Kann nicht so tragisch. Wenn ich bei mir bin und das erkenne, dass ich die Reinkarnation oder Wiederinkarnation meines eigenen Ursprungs bin. Der Ursprung ist immer Licht, der Ursprung ist immer leicht, der Ursprung ist immer viel leicht, der Ursprung ist immer göttlich, der Ursprung ist immer lichtvoll, der Ursprung ist immer besitzlos, unanhaftend an irgendwas. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich mein eigener Ursprung sein kann, weil ich ja bin, sonst braucht ihr mich ja nicht im Ursprung verbinden. Das ist ja nicht eine blöde Idee für Aldi oder Lidl oder in Österreich was Hofer. Zurück zum Ursprung. Oder die Ursprünglichkeit. Was ist Ursprünglichkeit? Viele Menschen glauben, dass die Uhr dann einen Sprung hat. Zeitsprung? Ursprung? Nein. Oder es gibt auch Menschen, die glauben, dass sie, wenn sie eine Uhr haben, eine eigene Uhr, die Zeit kontrollieren können. Sie können es aber nicht kontrollieren, sie können es nur ablesen, wie sie verstreicht. Weil die eigene Uhr ist genau das Gegenteil vom Ureigenen. Das Ureigene ist aber mein Zentrum. Das Ureigene ist das, was ich bin. Das Ureigene ist das, warum ich da bin, was ich mit hierher gebracht habe und was in mir darauf wartet, sich entfalten zu können. Wie eine Blume. Und das kann man vielleicht so sehen, dass man sagt, okay, ich bin wie eine Knospe und diese Knospe wartet schon lange darauf, dass platzen kann. Weil Knospe ist ja nicht eine Knospe, weil das Knospe ist, sondern Knospe ist das Vorstadium der Blume oder der Frucht. Und jetzt haben wir aber auf die Welt gekommen und glauben, durch dieses Rausschlüpfen aus der Mama war schon alles erledigt. Und alles andere überlassen wir dann unserem Umfeld, den Eltern, den Freunden, der Schule, des Kindergartens, des Systems und so weiter. Und die machen uns dann schon zu dem, was wir sind. Ja. Du und ich, wir sind ganz was anderes, als man uns glaubhaft zu machen wollte oder hoffte. Ganz was anderes. Da geht es um ganz, ganz andere Dinge. Es geht wirklich um... Viele Menschen haben total Angst davor, zu erfahren, wer oder was sie sind, weil sie glauben, wenn ich blühe, könnte ich eine Rose sein und wenn dann eine Tulpe oder eine Nelke oder eine Margarite daraus wird, dann bin ich nur enttäuscht, dass ich keine Rose bin. Bleibt uns momentan nichts anderes übrig. Jeder Stamm, jeder Baumstamm hat einen Ursprung. Man kann auf einen Apfelbaum zum Beispiel eine Birne drauf veredeln. Es gibt auch Apfelbäume, die bringen Kirschen hervor. Man muss es nur draufstecken. Und entsprechend biologisch kenntnisreich so gestalten, dass es passt. Und ich glaube, es gibt in Österreich irgendeinen Baum, der trägt 5 verschiedene Früchte. Und er wird genährt von einem Stamm. Er bringt einen Mund auf. Das ist die Kraft der Erde, des Wassers, des Lichts und so weiter. Wenn ich diesen Baum aber abschneide, knapp über seiner Erdwerdung aus den Wurzeln heraus, dann wird irgendwann ein Keimling aus diesem Stamm rauskommen. Und dieser Keimling wird wieder seinen Ursprung darstellen. Also aus einem Apfelbaum kommt immer nur Apfel hervor. Egal, was ich zwischendurch daraus gemacht habe. Und genau das ist das, was bei uns Menschen jetzt gerade passiert. Also bei den Fühligen offensichtlicher, bei den Resilienten oder Hypersensiblen zum Teil extrem und bei den sich blind, taub und stumm haltenden indirekt. Nur die gehen dann, wenn sie was verändert, zum Arzt und sagen, Herr Doktor, da stimmt was nicht und dann haben sie ein Medikament dafür und tüdeln sich ein. Ja, was ist zu tun? Sein. Da sei, so wie man ist, auf alle Fälle, logisch. Den Mut zu haben, das zu werden, was man ist, weil wir kommen sowieso nicht aus. Stell dir einfach mal vor, du
du wärst ein Adler und man hat da gesagt, du bist ein Huhn. Und jedes Mal, wenn du fliegst, glaubst du, du bist verkehrt. Das kann es nicht sein, oder? Also das ist nicht der Plan von dem Ganzen. Drum, wenn in dieser Art und Weise irgendwas bei dir aufkommt, melde dich einfach heute, morgen, übermorgen bei mir. Und wir schauen uns die Sache einfach mal an. Namaste.